Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich für euch das Banana Pi Board. Wo die Vor- und Nachteile gegenüber dem Raspberry Pi liegen, das zeige ich euch nach dem Intro. Es hat zwar eine ganze Weile gedauert, aber endlich habe ich es geschafft, mir einen Banana Pi zuzulegen. In diesem kurzen Video werde ich ein kleines Unboxing machen und meine ersten Erfahrungen mit dem Teil mit euch teilen. Weil, wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört, so ganz begeistert bin ich von dem Teil noch nicht. Dazu aber später mehr. Kommen wir als erstes erstmal zum Unboxing. Der Banana Pi kommt in dieser kleinen weißen Packung, ähnlich wie bei der Raspberry Pi auch. Beim Zubehör sieht es beim Banana Pi ähnlich aus wie beim Raspberry Pi. Es gibt keins. Wie man hier sieht, die Schachtel ist leer. Nicht mal eine Anleitung ist da drin. Kein, gar nichts war da drin. Nicht mal, wo ich das Betriebssystem herkriege. Beim Raspberry Pi ist ja wenigstens noch so ein Aufkleber drauf. Betriebssystem könnte sich runterladen unter blablabla. Aber hier ist nichts. Auf dem kleinen Aufkleber ist hier ein bisschen Werbung und bananapi.eu. Das war's dann aber auch schon. Bisschen mau, irgendein Zettel oder was. Auch wenn man die nachher wegschmeißt, hätte ich mir schon gewünscht. Der Banana Pi selbst kommt dann in so einer Anti-Statik-Folie. Die ist normalerweise hier oben auch zu. Das heißt, der Banana Pi ist luftdicht verpackt. Ich habe das ganze Ding, wie gesagt, schon einmal kurz getestet. Kurz heißt in diesem Fall, ich hatte das Teil ungefähr 2 bis 3 Tage in der Hand und habe damit schon erste Benchmark-Ergebnisse gemacht, wie sich das ganze Ding so ein Look and Feel, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt. Hardware-seitig unterscheidet sich der Banana Pi eindeutig vom Raspberry Pi. Nur die Größe stimmt in etwa überein. Der Hersteller verspricht Kompatibilität mit Raspberry Pi-Gehäusen. Warum das Ganze nicht funktionieren kann, das sage ich euch gleich. Als allererstes verschaffen wir uns mal einen kurzen Überblick über die ganze Platine. Was als erstes ins Auge fällt, sind hier unten, ja, drehen wir meinen Stift mal andersrum, sind hier unten diese GPIOs. Der Raspberry Pi kommt ja mit insgesamt 26 Stück daher. Der Banana Pi hat hier oben drüber noch einige Anschlüsse mehr. Wem also die 26 Anschlüsse zu wenig sind, bekommt hier oben nochmal, lass mich mal ganz kurz nachzählen, 2, 4, 6, 8, 10 Anschlüsse mehr. Ich habe mit den GPIOs bis jetzt keine Probleme gehabt, ist aber ganz nett, wenn man mal ein paar mehr hat. Direkt daneben analogen Audio- und Videoausgang, so rum analogen Video- und Audioausgang. Dazwischen hier in der Ecke versteckt sich ein Mikrofon. Die Qualität dieses Mikrofons ist, sagen wir mal, durchwachsen. Ich habe ein, zwei Aufnahmen gemacht. Das Ding rauscht wie Sau. Entweder da stimmt irgendwie softwareseitig zurzeit was nicht, oder die Qualität von dem Ding ist, ich muss im Prinzip sagen, scheiße. Dann hätte man sich's auch sparen können. Auf dieser Seite, ich drehe das ganze Ding mal um, von vorne sieht es dem Raspberry Pi sehr ähnlich. Wir haben hier zwei USB 2.0 Anschlüsse. Allerdings haben wir hier im Gegensatz zum Raspberry Pi einen Gigabit Ethernet Anschluss. Gigabit allerdings auch nur auf dem Papier. Das ganze Ding hängt ähnlich wie beim Raspberry Pi hier am USB 2.0 Controller. USB 2.0 Geschwindigkeit 480 Mbit, Gigabit sagte schon 1000. Allerdings kommen wir dann auf die 480 Mbit vom USB-Anschluss. Das sind nun mal schon mal mehr als die 100 Mbit, die der Raspberry Pi verspricht. Allerdings Gigabit ist es nicht. Es ist im Prinzip Marketing. Was ganz interessant ist, rechts neben den USB-Anschlüssen, ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen auf der Kamera, hier haben wir einen Infrarot-Empfänger. Sprich, die Fernbedienungssignale können direkt hier drauf empfangen werden. Ich habe das Ding inzwischen noch nicht zum Laufen gekriegt. Ich werde allerdings auf dem Laufenden halten, wie das ganze Teil so funktioniert. Und jetzt kommen wir zur Seite, warum auch die Gehäuse vom Raspberry Pi, beziehungsweise ein Großteil der Gehäuse, gar nicht funktionieren können. Wir haben auf dieser Seite, fangen wir ganz rechts an, hier haben wir den Videokonnektor zum Anschließen von LCD-Displays, den HDMI-Ausgang, was ich ganz praktisch finde, einen SATA-Eingang zum Anschließen von Festplatten. Allerdings braucht man zum Anschließen von Festplatten ein Adapterkabel.
denn wir haben hier ganz rechts die Stromversorgung. Das heißt, wir brauchen so ein Kabel und das ganze Ding ist nicht ganz günstig. Das lassen Sie sich gut bezahlen. Knapp 10 Euro kostet dieses Adapterkabel. Finde ich ein bisschen happig. Ich muss mal gucken, wie ich das Ding testen kann, weil wir die 10 Euro für dieses Adapterkabel ausgeben, möchte ich eigentlich recht ungern. Und jetzt der Grund, warum die Gehäuse nicht funktionieren können. Dieser Anschluss hier ist die Stromversorgung. Ihr habt richtig gehört, wenn ihr Gehäuse habt, zum Beispiel die Standardgehäuse, die beim Raspberry Pi gerne dazugelegt werden, da macht man einen Deckel drauf. Und wenn der Deckel drauf ist, kommt man nicht mehr an den Stromanschluss ran. Klasse. Also, was macht man? Man nimmt sich seinen Bohrer und bohrt da ein Loch in sein Gehäuse, nur damit das Anschlussding hier passt. Klasse. Bei den meisten Gehäusen ist es, beziehungsweise bei diesen Plastikgehäusen ist es dann auch noch so, dass der Raspberry Pi an dieser Seite eingeklippt wird. Das geht hier in diesem Fall nicht, weil hier dieser USB-Anschluss sitzt. Also diese Standard-Plastikgehäuse können gar nicht passen. Wer sich das Ganze ausgedacht hat, keine Ahnung. Man hätte das Ding vielleicht auch woanders platzieren können. Naja, aber so sei es drum. Auf dieser Seite haben wir dann hier noch einen weiteren Micro-USB-Eingang bzw. Ausgang. Dieser Ausgang ist OTG-fähig, das heißt, mit einem Adapterkabel, wie ihr es zum Beispiel von eurem Android-Smartphone kennt, könnt ihr einen USB-Stick direkt hier nochmal dranhängen. Daneben haben wir hier einen, ich muss sagen, gucken, welcher ist. Genau, haben wir hier einen Reset-Knopf und rechts daneben, links daneben einen Power-Knopf zum Einschalten. Musste man ja beim Standard Raspberry Pi irgendwie über die GPIO auslösen. Hier haben wir zwei Knöpfe eingebaut. Und direkt hier oben drüber haben wir den Kamera-Connector. Sprich, damit sollte man auch die Raspberry Cam steuern können. Bei mir hat es noch nicht funktioniert. Wahrscheinlich fehlen da noch irgendwelche Treiber und deswegen funktioniert es zurzeit bei mir noch nicht. Das ganze Ding soll aber funktionieren. Ich habe im Internet schon ein paar Videos geguckt, aber wie gesagt, ich habe das Ding auch erst seit 2-3 Tagen. Deswegen muss ich mal gucken. Was ich jetzt gerade vollkommen vergessen habe, was man auf dem Video hoffentlich oder auf der Kamera hoffentlich sieht. Wir haben hier oben noch eine LED. Dies ist eine, ich weiß gar nicht, ist die hier? Nee, die muss irgendwo hier sein. Hier oben haben wir noch irgendwo eine LED. Diese LED leuchtet im Normalbetrieb grün, blinkt kontinuierlich grün. Diese soll sich allerdings auch irgendwie über die Software steuern lassen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht hingekriegt. Das Ding fängt halt nur an zu blinken, wie doof. Was wir hier unten noch für Knopf haben, das ist der sogenannte, lassen Sie mich nicht lügen, KS-Switch. Habe ich noch nie gebraucht. Ich bin auch, muss gerade zugeben, ich weiß auch nicht, wozu er gut ist. Ist aber bestimmt ganz interessant. Was bei dem Gehäuse auch noch anders ist, beim Raspberry Pi, ihr habt das hier vielleicht bei meinem Gehäuse mit dem Aluminium von Gehäuse von Anidis gesehen, sind die Bohrungen zum Festschrauben ungefähr hier und hier. Die Bohrungen fehlen. Also auch diese Gehäuse könnt ihr mit dem Banana Pi nicht benutzen. Also hardware-seitig ist das Ding schon mal inkompatibel zum Raspberry Pi. Wie man jetzt hier vielleicht sieht, es fehlt der Prozessor. Der Prozessor befindet sich in diesem Fall an der Unterseite. Na, drehen wir das Ganze mal so rum hin. Dann kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Wir haben den großen Klotz hier, das ist ein Allwinder A20 Prozessor, ein Dual-Core mit 1,0 GHz. Also im Prinzip ist der Prozessor dem des Raspberry Pis überlegen. Er hat 300 MHz mehr und er hat zwei Kerne. Kann dadurch mehrere Aufgaben parallel abarbeiten. Die zwei schwarzen Blöcke hier unten ist der Arbeitsspeicher. Der hat sich gegenüber dem Raspberry Pi verdoppelt. Wir haben hier zwei Chips A512 MB. Insgesamt kommen wir also auf 1 GB DDR3 Arbeitsspeicher. So viel kann man im Prinzip zum Layout vom Raspberry Pi sagen, vom Banana Pi sagen. Gehäusekompatibilität aus meiner Sicht nicht gegeben. Wenn der Hersteller damit wirbt, ist okay. Ich würde behaupten, es ist gelogen. Es kann nicht funktionieren. Die Bohrungen sind anders und das Layout ist komplett anders. Man hätte dann die Anschlüsse, gerade hier dieser SATA-Anschluss, der wird auch vielen Probleme machen. Weil wie will man das hier zumachen? Da muss man de facto irgendwo ein Loch reinbohren, sonst geht es nicht. Sonst geht man das Gehäuse nicht zu. Was ich bei dem Banana Pi auch noch merkwürdig finde,
Man kann es wahrscheinlich auf dem Video nicht sehen, aber die Platine hier ist wirklich extrem dünn. Beim Raspberry Pi ist die Platine, ich würde mal schätzen, einen halben Millimeter dicker. Hat den Grund, dass das ganze Ding, ich kann es im Prinzip so, ich will es jetzt nicht zu dolle machen, kann ich es verbiegen. Finde ich jetzt nicht so klasse. Ich finde, da ein Millimeter mehr oder einen halben Millimeter mehr hätte nicht geschadet. Softwareseitig habe ich bis jetzt zwei Betriebssysteme auf dem Banana Pi testen können. Einmal das L-Ubuntu und einmal Android. Das L-Ubuntu, naja, wie soll man sagen, es verhält sich wirklich extrem zäh. Also damit zu arbeiten macht keinen Spaß. Im Prinzip ist da der Raspberry Pi sogar noch schnell gegen. Es dauert alles ewig, bis es offen ist. Softwareseitig muss ich bei Banana Pi wirklich noch einiges tun. Ich habe parallel dazu den Task Manager ausgelesen. Dort hat sich der Prozessor im Prinzip gelangweilt, so auf 3, 4, 5%. Aber das ganze Betriebssystem war so dermaßen langsam. Da ist wahrscheinlich irgendwo ein Fehler in der Programmierung. Also das müsste eigentlich deutlich flotter gehen. Als zweites Betriebssystem habe ich dann einmal Android draufgespielt. Das war allerdings mehr so zum Spaß. Das Android, naja, es funktioniert, sagen wir es mal so. Aber daraus jetzt irgendwie so sein Tablet zu basteln und zu meinen, hey, ich baue mir günstig ein eigenes Tablet, kaufe mir noch günstig ein 7 Zoll Touchscreen dazu, knall das Ganze irgendwie in ein Gehäuse und ich habe mein eigenes Tablet gebastelt, funktioniert aus meiner Sicht her nicht so wirklich. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, meine Kamera fängt da oben an zu blinken, was die mir sagen möchte. Aber die sagt mir nichts. Gut. Es gibt auch noch ein Raspbian-Image. Das Ganze habe ich allerdings noch nicht testen können. Das soll aber deutlich besser und flüssiger laufen. Ich halte allerdings auf dem Laufenden. Es werden jetzt in naher Zukunft auch einige Videos dazu kommen, wie man den Banana Pi verwendet, wie man SD-Image aufspielt, wie man die Sprache ändert, die eben standardmäßig auf Englisch ist. So einen schönen Assistenten, wie es beim Raspberry Pi gibt. Gibt es zurzeit beim Banana Pi noch nicht. Man muss im Prinzip viel per Hand einstellen. Aus meiner Sicht ist es so, dass der Banana Pi zurzeit eher so ein Bastlergerät ist. Er hat viel Potenzial. Hardware-technisch ist er dem Raspberry Pi überlegen. Allerdings nützt die beste Hardware nichts, wenn die Software nicht mitspielt. Das ist zurzeit der Fall. Finde ich im Prinzip schade. Das Ding wurde im Internet extrem gehypt. Aus meiner Sicht ist der Hype überbewertet. Muss ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Ansonsten bleibt mir im Prinzip nur noch zu sagen, ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Wenn nicht, dann halt nicht. Bis zum nächsten Video dann. Haut rein!